So, hallo du Jo, meine beiden Final Fantasy 16 Freunde und Let's Play Zuschauer, wir machen hier direkt weiter mit der nächsten Hauptgeschichte. Beziehungsweise, nicht, dass wir hier eine große Option hätten, aber wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte. Und checken natürlich trotzdem das Gebiet, das lassen wir uns nicht nehmen. Ah ja, jetzt sind wir so richtig hier bei den Pissern. Unser Empfangskomitee. Bei den Eisernen. Ich muss mal überlegen, die haben ja nur die Frauen entführt. Warum haben sie wohl die Frauen entführt? Das ist ja offensichtlich, oder? Das basiert ja auf europäisch-mittelalterlichen Grundlagen. Haben sie dieses Universum hier erschaffen? Haben sie zumindest mal in einem Interview gesagt, dass das so ihre Art der Inspiration war? Da war das ja genauso. Man hat die Männer getötet, die Frauen hat man mitgenommen und hat sie zur Reproduktion benutzt, was so schön sagt, aber eben nicht so schön sein. Und zur Bespaßung. Achso, ich habe vorhin einen Punkt hier auf Limit Rausch eine Stufe höher. Deswegen haben wir da jetzt drei Balken für Limit Rausch. Wenn wir gerade schon dabei sind, wir müssten jetzt eigentlich auch genügend Punkte haben, genau, um die Feuerramme hier auch auf die nächste Stufe zu bringen. Bam. Sieht brachial aus, ne? Schön, schön. Freut mich. Aber so lange Punkte gespart und nie ausgegeben. Ist ja dumm natürlich. Aber es ist ja am Ende, es ist alles nur erhöhter Schaden. Den haben wir nicht gebraucht bisher. Und natürlich optisch mehr Spaß an den Fertigkeiten. Das ist natürlich, die sehen immer opulenter aus. Soll man sich natürlich nicht nehmen, wenn einem eine Fertigkeit so viel Spaß macht, ne? Wie Feuerramme und Lebensflamme. Auch wenn Feuerramme bestimmt nicht die optimalste Fertigkeit ist. Wie viele denn noch? So viele. Immer mit Ramu. Boom. Zucke vom Blitz, genau. Oh ja, neue Limit-Rausch. Ich nehme mal, optisch sieht das komplett. Es ist alles immer gleich. Es wird nur ein Balken mehr sein. Das heißt, es hält länger. Das heißt, es ist mehr Schaden. Das ist es halt. Und das ist gut so. Ja. Hardcore. Das hält um einiges länger. Den ganzen Balken. Ja. Einfach nur ein Mega-Tank. Eiserner Fanatiker. Nicht, dass der irgendwie groß was könnte. Er kann das, was die anderen Riesenklopper kann. Bis er gebrochen ist, dann kann er nichts mehr, so wie die anderen Riesenklopper. Und dann pumpt man weiter Schaden rein. Ich meine, die können halt trotzdem nichts. Ne? Die anderen Eisern sind aber auch gut tankig. Ne? Die halten alle gut was aus. Das ist ja ihr Ding anscheinend. Okay, hier können wir nicht lang, wenn ich es richtig sehe. Hier ist alles zu, die ganzen Türen sind zu. Hier ist eine Tür offen. Ah, hier sind wir hergekommen, oder? Ja, ich glaube schon. Warte, guck mal kurz mal, hier sind wir reingekommen. Ja. Genau. Alle anderen Türen sind auch zu, wunderbar. Aber alles ist zu. Ah, hier geht's wieder runter, okay. Da sind wieder ein paar Wachen. Lebensflamme ist bereit. Oh, die Ramme ist gar nicht drin. Scheibenkleister, kann ich das jetzt noch im Kampf überhaupt machen? Ich wollte hier... nicht Federwirbel, nein. Lohenschwinger. Das wäre auch interessant. Wie sieht Lohenschwinger auf maximaler Stufe aus? Nee, ich will hier Feuerramme. Ja, schade. Während des Kampfes kann ich es nicht mehr austauschen. Okay. Dann halt nicht. Schade. Aber vielleicht ist der Kampf ja jetzt gleich vorbei. Wer weiß, wie viel halten die aus. Ja. Nicht genug dafür halten sie zumindest aus. Okay. Jetzt kann ich Feuerramme noch wieder reinmachen, oder? Ja, genau. Epische Feuerramme. So. Das sah mir aus wie Bonus, weil die Tür sah aus wie die richtige Tür. Nicht wahr? Und da ist er jetzt drin, wie er eine Frau vergewaltigt. Sowas in der Richtung. Stelle ich mir gerade irgendwie vor. Aber nein. Clive. Es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Okay. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir.
Und Matt. Genau wie du bei mir. Er hat vor dir ganz schreckliche Dinge getan. Das heißt, du musstest zugucken. So klang das jetzt gerade, wie er was Schreckliches tut. Nach dieser Formulierung nach. Nicht er hat mit dir ganz schreckliche Dinge getan. Und er auch nicht, er hat dich schreckliche Dinge tun lassen, sondern er hat vor dir ganz schreckliche Dinge getan. Sie sagt das, sie betont das so, als wenn er erfährt, was das ist, würde er durchdrehen und ihn töten wollen. So klang das jetzt für mich, weil sie ihn nochmal so vorwarnt. Aber sie will ihn unbedingt töten, durch seine Hand soll er sterben. Oh, was so Formulierungen einem alles verraten können, hm? Das sieht aus wie Lava. Ist das vielleicht absichtlich? Vielleicht. Wir sind fast da. Vielleicht aber auch nicht. Kämpfen wir uns durch. Oh, Feuerramme hätte ich hier auch direkt mal benutzen können. Tut er das einmal? Ich wäre sehr gespannt drauf, wann der Computer entscheidet, wann wir das einsetzen. Da, jetzt gerade. Boom! Und da... Limitrausch, volle Kanone, Schaden reinhauen. Da läuft der Limitbalken weiter ab. Guck mal, ich hoffe, die Attacke macht dafür dann aber auch mehr Schaden in der Zeit. Dafür, dass wir den Limitrausch einsetzen. Weil dann lohnt sich natürlich auch. Dann ist klar, warum er abläuft. Weil dann wäre es natürlich unfair, wenn das nicht ablaufen würde. Hardcore. Die neue Feuerramme gefällt mir optisch sehr gut. Ich bin auch auf die nächste, letzte Stufe davon gespannt. Will sich schon fast lohnen, Phoenix Ding da eins runter, nur um mal zu gucken, wie die letzte davon aussieht. Hm? Weil wir könnten auch von Ramu die Fertigkeit verlernen. Die eine, die so teuer war und dafür dann die Feuerramme auf der letzten Stufe angucken. Das ginge natürlich auch. Gnade des Infernos. War das eine Fertigkeit? Sagt euch das was? Verlängert die Dauer des A von Irrlicht 5 Sekunden länger. Ja, Irrlicht hat mir auch irgendwie gefallen, hat aber auch gleichzeitig genervt. Also, ist bestimmt, wenn man halt zu einem Boss geht, könnte ich mir Irrlicht gut vorstellen, weil es so dauerhaft ein bisschen Schaden macht. Okay. Was macht er da gerade Schlimmes? Er macht da doch jetzt gerade irgendwas Schlimmes. Ihr opfert irgendeine Frau da, den Kristall oder so, irgendeine Trägerin. Was macht ihr? Da liegt jetzt ein Mensch unter dem Tuch, das kann man sich schon denken. Das ist sehr blutig. Mehrere bereits, nicht mehr lebende, bereits abgestochene Menschen, okay. Und die lasst ihr jetzt in Äther aufgehen oder so? Noch. Imran! Noch ist es, was zu erwarten war, noch nicht so schlimm. Schlimm natürlich, aber nicht so. Ich will die. Shivas Dominus. Ja? Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Was glaubst du denn? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So... wie die heilige Mutter verlangt! Ja, also Entschuldigung. Er hat vor dir Kinder umgebracht. Ja, sehe ich das richtig? Das ist schlimm und wir fühlen alle mit. Aber in meinem Kopf, wenn er das Kind erst vor dir vergewaltigt und dann die Haut abzieht und dann die Nägel rausreißt und dann verblutet es langsam vor Schmerzen vor dir,
Also in meinem Kopf können so viel schlimmere Sachen passieren, als einfach nur, ja, er hat dir halt vor dir die Kehle aufgeschnitzt. Also in dieser Welt, in dieser perversen Welt, die da gerade ist, klingt das noch harmlos, ganz ehrlich. Also hätte er sonst was sein können. So, wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther, sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Jetzt verwandelt sie sich in Shiva. Euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Er glaubt dir nicht ganz anscheinend. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Ja, aus Überzeugung. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie. Ich weiß nicht, dass er aus Freude... Nee, er macht das ja nicht aus Freude. Er tötet aus Überzeugung. So klang das eher für mich. Jetzt! Ja. Ja, weil er das denkt, dass das nötig ist, für den Mutterkristall da irgendwas zu opfern oder so. Oh, guck mal. Ist da Joshua auch wieder unterwegs? Anscheinend. Joshua hilft uns wieder irgendwie Ultima zu absorbieren und wird selber am Ende zum großen Boss. Weil Ultima dann in ihm groß wächst, dann müssen wir am Ende unseren eigenen Bruder töten. Und das plant Joshua die ganze Zeit. Jetzt musst du mich besiegen, töte mich. Irgendwie sowas. Oh, okay. Ist das dieses Ultima-Wesen aus dem Stein da? Muss man sich dafür vielleicht komplett verwandeln, werte Shiva? Ist das vielleicht möglich? Du bist ja noch in deiner Halbform. Willst du dich noch in deine Ganzform verwandeln? Oder bist du das vielleicht jetzt automatisch? Nee, noch bist du nicht ganz Shiva. Oder doch? Nee, warte, doch. Hä? Ja. Ratatatata. Ja, natürlich ist der noch da. Das wäre viel zu einfach. Nein. Warum dürfen wir jetzt nicht helfen? Ich brauche Ifrit. Okay. Komm schon. Du musst dich erinnern. Das ist schon 5 Jahre her, hm? Sieht doch gut aus. Könnte klappen. Hat nicht geklappt. Schade. Nein! Wieso schaffe ich es nicht? Herrgott, greif halt so an. Wird schon. Mal jetzt in die Lava reinspringen, oder was? Oh. Oh, okay. So eine Art Arena. Ah, ne, sie will die Lava fernhalten. Okay. Dann wird's gleich wie eine Arena. Auch stylisch. Ja, greif halt so an, Mann. Bitte. Nur jetzt. Ja, und das nächste Mal auch. Nicht nur jetzt. Bin ich mal gespannt, was der gleich als Namen für den Lebensball kriegt. Okay, so halb. Das als Dauerzustand. Ich kann dich einfach nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Oh ne, Limitbalken rauscht weg. Jetzt ist er wieder weg? Nee, ich bleibe. Ich bin es immer noch, oder? Nee, ist weg. Scheiße. Okay.
Shit. Hab ich getroffen. Aber jetzt sitzt er still. Oh, das sitzt bestimmt gut, oder? Ja, das hat getroffen. Super. Der witzige Attack. Die Kicks sehen stylisch aus. Der ist auch kleiner, als ich gedacht habe. Oder? Wenn ihr mal überlegt, wie groß der Fohlen gewirkt hat. Der sieht nicht mal so groß wie Uffred aus. Und Limit Balken ist voll. Volle Kanone reinhämmern. Attacker, Attacker. Gott, gut abgezogen. Oh yeah. Sequenz. Wer weiß, was das bedeutet. Oh, oh, das ist nicht gut. Richtig flüssig. Kommt immer näher. Shiva! Dein Auftritt, Shiva! Diamantenstaub! Los! Also gut. Ich werde mich beeilen. Ja, was denn? Für irgendwas muss sie ja gut sein. Weil normalerweise müssen sie doch stärker sein als wir. Oder nicht? Und... Bam, 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 bam. Yeah. Sauber. Da zuckt er. Keine Chance, Mann. Mit den Billig-Attacken nicht, da musst du schon mehr auspacken. Was denn? Sieht schon... Oh, er hat sich in... In was Vierbeiniges verwandelt. Stylisch. Das erinnert mich an einen Final Fantasy 14 Boss. Der auch so die Form gewechselt hat. Feuger hat er gezaubert. Der war wieder seine coolen Kicks. Style und Meinung. Oh, jetzt irgendwas Drachenartiges? Ja, so Wildfun-mäßig. Cool. Au, in der Luft erwischt. Naja, selber schuld bin ich. Gebrochen! Und einmal Ifrit Power im gebrochenen Zustand! Bam, 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 bam! Hau voll rein! Was wir ihn kriegen! Ja, feurige Ramme, so sieht's aus! Sauber! Gut Schaden, gut Schaden! Wir ziehen gerade nichts ab, das heißt, wir warten auf irgendeine Sequenz, die passiert, oder? Feuerflut, da drauf. Oh yeah! Alle gleichzeitig. Okay. Wir müssen in der Attacke dodgen anscheinend. Hat nichts mit Angriff zu tun. Geschafft. Und jetzt aus dem Ganzen. Okay. Gibt man jetzt wieder? Anscheinend. Jetzt, Torgal! Oh, der hat sich selber erschöpft oder was geht da ab? Weil wir haben ihn nicht. Wir haben ihn da nicht runtergehauen, oder? Das war er selber dann. Durch seine Mega-Attacke, die er hier gestartet hat. So ein Begleiter wäre natürlich auch cool. Ne? Wenn man überlegt, wenn der Wolf das könnte. Oh, das könnte sein Ende sein. Nee, 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 ist ziemlich genug ab, oder? Wäre super cool, wenn er wieder durch. Doch! Er ist wieder durch Lebensflamme verreckt. Ein Feuerwesen ist durch Feuer gestorben. Ha, ha, hast du davon. Flüssige Flamme. Das könnte vielleicht ein tolles neues Feuerschwert werden. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen benutzt. Eine im Tanz eingefrorene Flamme. Ätherisch und materiell, flüchtig und dauerhaft zugleich. Und zweifelsohne lebendig. Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Immer dasselbe. Krach, bumm, macht's. Oh, oh, oh. Ah, Shiva. Ich hab schon gedacht, was kommt jetzt? Ja, die hat's voll nicht drauf. Mal überlegt. Na, vielleicht deswegen. Weil andere... Ja, und wir haben das nie nach unserer Verwandlung. Das ist schon... Ich werde das beenden, Clive. War dieses Monster der Anführer? Darauf habe ich nicht geachtet. Ja, hol erstmal zweimal Luft, ja? Und dann kannst du es beenden.
Dein Schwert. Ah, gibst du uns jetzt die Shiva-Power oder was? Vielleicht. Nee, nur aufs Schwert. In Ordnung. Und wir sollen da jetzt draufhauen. Und dann hast du es indirekt auch mitgetan. Ja, genau. Jetzt atme du erstmal tief durch. Ja? Das wäre eine coole Fertigkeit. Wenn sie das während des Kampfes unser Schwert verzaubert, damit wir mehr Schaden machen. Und Eisschaden. Obwohl wir Feuerschaden machen. Ja, cool. Stylisch, stylisch. Aber jetzt öffnet sich vielleicht auch wieder dieses schwarze Loch. Und wieder ein Teil Ultimas kommt heraus. Sid. Der Freiheit einen Schritt näher. Vorsicht vor Ultima, sage ich nur. Ah ne, da ist er. Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Blind oder was? Kaputti. Oh. Wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Oh je. Monster! Monster! Ja, kommst auch noch nah ran. Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Endlich. Du hast dich sehr verausgabt. Ja, sehr. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Ich habe die Befürchtung, dass du nicht mehr lange lebst nach solchen Sätzen. Und jetzt? Hinter euch? Schwarzes Portal wie letztes Mal. Vorsicht. Ultima. Joshua, der langsam wahnsinnig wird, weil er Ultima aufgenuckelt hat. Nein? Nichts davon? Nee, ein Weg zurück. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönix-Tor. Ah. Okay. Ist das ein... Verdammt, wir müssen weg. Schlechtes Zeichen. Ihr geht da jetzt runter? Nee, zurück. Da ist Joshua. Der mit Ultima voll ist. Der hat einen Langzeitplan. Der zeigt sich uns ja absichtlich nicht. Das ist seine bewusste Entscheidung. Ja, das ist jetzt gleichzeitig auch ein Vulkanausbruch anscheinend. Sag das doch nicht laut. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Ja, die werden ihren Anführer ja einfach durch einen anderen erstmal ersetzen. Aber sie haben ihren Mutterkristall nicht mehr. Das ist ja schon mal etwas. Vermächtnis. Währenddessen. Ist dann der in der Kutte doch nicht auch Joshua? Gibt's noch jemand in der Kutte? Hier entlang, Hoheit. Oh je. Es wird noch verstrickter. Es gibt mehr als einen Kuttentragenden. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte.
Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh, wenn das so ist. Die Macht des Phönix regeneriert ihn. Vielleicht, unter Umständen möglicherweise. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Gucke mal da. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Seht ihr das da auf seiner Brust, falls ihr es nicht gerade seht? Da ist lilanes Zentrum, so Ultima-mäßig, ne, die Farbe. Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Das heißt, dieses Wesen in der Kutte... Du machst dich nur schmutzig. Ist doch Ultima oder ein anderer Teil von Ultima gewesen oder sowas. Er hat ja gesagt, wir. Also wird er nicht alles in sich haben. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme. Hm. Das Kristalldominium, ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort im Dominium, euer Gnaden? Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrek? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragoons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Jetzt den Prinzen, jetzt nicht Bahamut. Und ne? Ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Was ist die Fäulnis Teil von Ultima? Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Ja, ist eine gute Analogie. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Angefixte Drogenabhängige, könnte man auch sagen. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig? Oder einem dornreichen Himmel? Die Leute wählen normalerweise immer den ich einfachen Weg. Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Die Leute wollen Freiheit und nachdem sie die Freiheit haben, wählen sie den einfachsten Weg. Das denke ich. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Jote. Kennen wir auch ihren Namen jetzt. Was das für Medizin ist, weiß man auch nicht, oder? Ist das relevant? Sollte das da besser verstecken, oder? Hemd mehr zumachen und so. Okay. Und wo kommen wir jetzt raus? Wir konnten fliehen. Währenddessen. Randella.
Republik Dalmekia. Rastkammer. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Du bist der Nächste. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Scheint klüger zu sein, als er aussieht, hm? Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Wir hören. Vielleicht so provokant, ne? Ah, er schickt die raus. Oh, oder? Er schickt jemand rein. Oha. Wer ist denn da? Aber das ist ja die Kaiserin. Oh, oh. Und ihr anscheinend ziemlich klein gehaltener Sohn. Sagt uns, was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Sondern sie. Aber falsches Reich. Das ist interessant. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Intrigen aus allen Ecken. Oh, 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 oh. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Ihr hättet auch getötet werden können, klar. Sie hat ja sonst keine Fertigkeiten, soweit wir wissen. Hätte alles passieren können. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure. Er ist der Sohn einer Kaiserin. Ah, okay. Euer Sohn Clive. Ach, der Sid. In Ordnung. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und... Deswegen das ganze Träger abschlachten. Verstehe. Sie wollte vertuschen, sie wollte verdecken, sie wollte... Oh je, oh je. Das macht jetzt natürlich Sinn, dass sie plötzlich diese ganzen Träger abschlachtet, wegen Clive. Und der macht sich dann wieder Gewissensbisse, na, nur wegen mir sind die alle abgeschlachtet worden. Aber nein, wegen deiner Mutter sind sie alle abgeschlachtet worden. Wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Und sie hat... Dafür werde ich ihn töten. Und sie hat... sie hat dir einen... Andersrum. Du hast ihr einen Scheiß bedeutet. Du warst für sie nur ein Werkzeug. Sie hat mit einem anderen Anführer rumgemacht. Sie hat mit Seth rumgemacht. Sie hat mit dir rumgemacht, um das zu erreichen, was sie erreichen wollte. Und ich schätze... dass dies in eurem Sinne wäre.
Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hier wird auch nur durchgereicht. Hochverehrte Majestät. Ja, was meinst du, warum sie alle Träger hat abschlachten lassen? Um Clive zu erwischen. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominos oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Ja, den hast du domestiziert, den Burschen. Der hat einen Ödipus-Komplex. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Oh ja, jetzt schon. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigor tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Schon bald. Crazy! Verrückt ist die Olle. Was bedeutet dieses Leuchten? Dass er irgendein Träger ist, irgendeine Macht hat? Vielleicht. Ich würde sagen, wir sind hier schon bei 36 Minuten. Ist mir eh schon viel zu lange. Ich hätte die letzte Sequenz schon pausieren sollen. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Nach diesem echt krassen Ende. Alle denken, sie spielen sich gegenseitig aus. Seine Mutter wird immer wahnsinniger. Hat einen Sohn mit einem Ödipus-Komplex hochgezogen, der anscheinend irgendein Träger ist und ein Kaiser werden soll. Dafür müsste sie ja den Sohn umbringen, den er jetzt hat, der Thronfolge. Oh je, was ein Schnickschnack und hin und her. Mal gucken, wie das weitergeht. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken, das hilft meinem Kanal aus. Guckt euch gerne das nächste Video an, ich werde es bestimmt hochladen. Tschüssikowski und bye bye.